Wir denn hin? Tokyo Handy? Zu diesem Laden? Name your game. Okay, ich tue mir jetzt ein bisschen leichter mit dem Game. Ich muss einfach Fälle machen, die lösen und dann sehe ich schon, wie es weitergeht. Ein Anhang von Chitose sieht nach einer Einkaufsliste aus. Eine Schachtel Papiertücher, Lappen, Lufterfrische. Er hat sogar Bilder mitgeschickt. Ist das ein Fall? Sieht nach einer einfachen Erledigung aus. Jedenfalls sollte ich diese Sachen alle bei Tokyo Handy bekommen. Ich mache mich gleich auf den Weg dorthin. Ich weiß nicht mehr, wo der war. Kamishiro-Mitarbeiter. Hallo, ich arbeite bei Kamishiro Enterprises. Bitte besuche den Cyberspace unseres Unternehmens in Eden. Hier, zeigt das Herr Navid in Eden, um ein Geschenk zu erhalten. Werbetaschentücher erhalten. Das ist ein Flyer mit einer Packung Papiertücher daran. Ein lächelnder Roboter ist darauf abgebildet. Herr Navi ist Edens Maskottchen. Er ist jetzt gerade dort und begrüßt Kunden. Er steht am Eingang zu Eden. Du kannst dorthin gehen und es ihm zeigen. Da muss ich keine Papiertücher kaufen. Sie sind ja nicht in einer Schachtel, aber das macht ja nichts. Chitose, hallo Noob, wie geht's? Wie bitte? Du hast eine Packung Papiertücher mit einem Roboter darauf. Ob das für die Liste reicht? Natürlich nicht, da steht doch Schachtel Papiertücher. Ein kleines Päckchen Roboter Papiertücher reicht nicht mal annähernd. All die Sachen auf der Liste sind für das Café. Kauf einfach alles, was auf den Bildern ist, die ich dir geschickt habe. Hier ist aber was. Ja, das ist Tokyo Handy. Das wäre alles von der Liste. Ich schätze, ich habe den Fall erledigt. Ich mache mich auf den Rückweg zu Hoodie. Hä? Bescheidene Schülerin, Mai, wie lange genau müssen wir damit noch weitermachen? Ist doch klar, bis er auftaucht. Und wenn er nicht auftaucht? Unmöglich, wir warten hier einfach, bis er kommt. Oh, ich muss zur Arbeit. Viel Glück, Leute. Hey, warte, immer rennst du allein los. Na und? Ist doch egal, ob ich hier bin oder nicht. Stimmt doch, Kenji. Was? Schätze ich schon. Hey, das sollte ein Scherz sein. Das war nicht nett, Kenji. Wie bitte? Na los, Manaka, das ist deine Chance. Tut mir leid, bald fängt meine Lieblingsfernsehsendung an. Nein, doch nicht auch Manaka. Mai, sie sind beide weg. Was? Ist er aufgetaucht? Wo? Nein, das meine ich dort entlang, oder? Hey, warte auf mich. Und jetzt ist Mai auch noch weg. Ich kann keinen der anderen mehr sehen. Sie laufen so schnell. Ich schätze, damit werden wir allein nicht fertig. Ich werde versuchen, einen Fall am Gerüchtebrett auszuschreiben. Hoffentlich nimmt ihn jemand an. Oh, hallo. Nanu, Synchronizität? Tut mir leid, aber du kommst mir bekannt vor. Vielleicht wegen deines Äußeren? Und du siehst aus, als hättest du Probleme mit Frauen. Oh, tut mir leid, wenn das unhöflich klang. Es ist nur so, dass ich mich für Physiognomie, Handle, Lesekunst und solche Dinge interessiere. Da war gar nichts. Mich so reinzulegen? Anscheinend macht ihr beiden Fortschritte. Wir wollten dich nicht hereinlegen und was meinst du überhaupt mit Fortschritte? Wir wissen wirklich nicht, wovon du sprichst. Oh, Kenji, was machst du denn hier? Wie? Ich bin die ganze Zeit schon hier. Gute Arbeit, Kenji.
Du hast Augenzeugenberichte gesammelt, stimmt's? Du da, wohnst du hier in der Gegend? Hast du irgendwelche seltsamen Gerüchte gehört? Hast du was Ungewöhnliches gesehen? Im Moment sehe ich eine seltsame Person vor mir. Was? Wo? Mei, ich glaube, er meint dich. Tut mir leid. Wer seid ihr? Wir sind der Enoden-Okkultismus-Club. Wenn du Zeuge von außergewöhnlichen Phänomenen wirst oder Gerüchte darüber hörst, dann rufst du uns. Kurz gesagt, wir untersuchen okkulte Dinge, Gespenster, Geister, Erscheinungen, sowas eben. Wir untersuchen, ob solche Dinge real sind oder nicht. Ich bin Mai, die Präsidentin, das ist Kenji, das dort Manaka und die Maid mit den Katzenohren heißt Lily. Schön, dich kennenzulernen. Ich bin der Vizepräsident. Ich bin Manaka, ich habe keine bestimmte Funktion, ich bin nur ein einfaches Mitglied. Ich bin Lily, ich helfe neben meinem Teilzeitjob mit. Wie dem auch sei, lassen wir es für heute gut sein. Nanu, was ist denn in dich gefahren? Die Fernsehsendung, die du vorhin erwähnt hast, die Abenteuer von Nurarihion, oder? Ja und? Nun ja, ich habe es vergessen. Ich habe vergessen, es aufzunehmen. Hey Mai, warte, ich nehme es auf. Und du kannst es online ansehen. Du kannst es on demand streamen. Ich schätze, für heute sind wir fertig. Ciao. Was sollte das denn? Was soll's? Ich sollte zurück zu Hoodie gehen. Das machen wir jetzt. Ich ahnte nicht, dass mir etwas Furchterregendes bevorstand. Das geht in Ikebukuro. Erledigt. Berichtet davon an der ATL. Oh, ein neuer Mann. Diese Klamotten. Du bist wohl Ryuchis Neuling. Ich bin Guru Matayoshi. Man könnte sagen, dass ich ein Bekannter von Ryuji und Hitose bin. Ich war gerade in der Gegend, also dachte ich schau mal vorbei. Sind Sie gerade unterwegs? Verstehe, da hatte ich wohl Pech. Außerdem wollte ich die kleine Erika besuchen, aber ich habe ihr nichts mitgebracht. Ich komme ein anderes Mal wieder. Sag Ryuji, dass Matayoshi hier war, ja? Hey, verzapf bloß keine Dummheiten, ja? Eine falsche Bewegung, du bist dran, okay? Ich zieh dich bloß auf. Ich klang fast wie Date. Haha. War das ein Kommissar? Ich frage mich, wie er Ryuji und die anderen kennt. Schön. Fall gelöst und wieder ein bisschen Geld verdient. Gibt es gar keine neuen Fälle? Dann locken wir uns wieder aus. Hitose, hey, wie lief es mit deinen Fällen? Ach, du hast schon zwei erledigt. Wow, ausgezeichnet. Willst du die Kleine nach Eden begleiten? Meine Schadsoftware befindet sich an verschiedenen Orten in Eden. Sie muss regelmäßig und mit Feingefühl gewartet werden. Ryuji und ich könnten das erst erledigen, wenn wir mit unserer Bilch für Sachsen fertig sind. Deshalb schicke ich dich auf Patrouille und du sollst währenddessen die Schadsoftware überprüfen. Was? Du glaubst, dass es unangenehm wird, weil sie wütend auf dich war? Keine Bange, das hat sie schon vergessen. Geh jetzt los, das ist ein Befehl von mir. Die Kleine ist bereits informiert und eingeloggt. Triff dich mit ihr am Haupteingang.
Vielen Dank im Voraus. Ach, und die Kleine kann dir alles genau erklären. Wir haben Nachrichten. Hitose meint, du weißt, wie man Fälle von der Anschlagtafel annimmt. Du kannst jetzt auch externe Fälle nehmen. Schau an der Tafel vorbei. Du kommst vom PC aus zum Haupteingang von Eden. Log dich ein und leg los. In Eden unterwegs. Benutze die Richtungsknöpfe, um einen Zielort auszuwählen. Neue Bereiche erkennst du an der Markierung neu. Wähle links auslocken, um zu der Stelle zurückzukehren, an der du Eden betreten hast. Gehen direkt zum Eingang. Der Haupteingang zu Eden, ein öffentlicher Ort, der von den meisten Nutzern von Eden besucht wird. Ich sehe Erika nirgends, sie hätte vor mir hier sein sollen. Ich kann sie nicht erreichen, anscheinend stimmt wieder etwas mit meinem Signal nicht. Vielleicht wartet sie woanders? Ich sollte mich lieber umsehen. Du hast das Stichwort unglückliches Mädchen erhalten. Stichwörter. Bei Unterhaltungen wirst du Stichwörter hören. Du erkennst sie am Schlosssymbol. Das heißt, dass du eine Figur zum Stichwort befragen kannst. Wenn du Fragen zu den richtigen Stichwörtern stellst, öffnet sich das Schloss und erhältst neue Informationen. Moin. Ich habe gehört, Eden ist voller Ebenen, wo sich alle Hacker zusammenrotten. Die Hacker errichten eine eigene Abwehr. Selbst wenn Kamishiro also die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, ist es ein Katz-und-Maus-Spiel. Uff, machen die das zum Spaß, uns normale Nutzer zu ärgern? Was ist das? Herr Navid, hallöchen, ich bin Herr Navid. Ich bin das niedliche, clevere Maskottchen von Eden, für den haben wir ja was. Du hast einen Flyer mit Papiertüchern genommen. Hier ist ein Geschenk für dich. Dreimal Heimattor, dreimal Export. Nice. Ich hoffe, dir gefällt Eden. Austauschschüler, man kann sich ja auch aus dem Ausland einloggen. Fernbeziehungen sind also eigentlich keine mehr. Zeit, meine Freundin in Eden zu treffen. Juhu. Achtsamer Geschäftsmann, du bist doch ein Hacker, oder? Das sehe ich dir an. Bitte mach hier einfach keinen Ärger. Albernes Mädchen, ich wollte mir eine Digi-Weiß-Brille zum Geburtstag wünschen, aber selbst von der Sorte gibt es unzählige Varianten. Deins ist ganz schick, aber ich habe noch jemanden getroffen, dessen Modell mir gefallen hat. Besorgter Vater, üx, sag nicht, dass sie eine Digi-Weiß-Brille zum Geburtstag will. Ich habe ihr doch schon ein Handheld reserviert. Wundervolle Frau, ich gehe auf die Bank, dann die Post, dann ins Kino, in Eden ist alles so praktisch. Ein Mädchen? Keine Ahnung, ich habe keine Zeit. Moderner Geschäftsmann, ich logge mich von zu Hause bei Eden ein und arbeite im virtuellen Hauptquartier meiner Firma. Ich bin ein Vorbild moderner Berufstätigkeit. Berühmtheit. Schüler loggen sich vermutlich aus Manga-Cafés und Eden-Stationen an der Straße ein, oder? Ganz schön arglos, seinen Körper einfach irgendwo im Freien zu lassen. Die Premium-Studios in Roppongi gewähren einen Sicherheit. Schlechter Geschäftsmann. Ich gehe zum Pavillon zu einer Geschäftsbesprechung. Ich muss darauf achten, dass die URL stimmt. Gebildeter Kerl, für Bereiche, die immer online sind, kannst du Zugangspunkte benutzen. Für alles andere brauchst du die jeweilige URL. Angeber, da ist was Seltsames drin. Könnte es ein Hackerprogramm sein? Irks, ich sollte mich lieber fernhalten. Hier ist was. Mutpunkt E erhalten.
trauriger Geschäftsmann. Was würdest du tun, wenn du deinen Avatar ändern könntest? Ich würde einen richtigen charismatischen Typen aus mir machen. Aber in den Regeln von Eden heißt es, dass wir aussehen müssen wie im echten Leben. Schade. Hier ist noch ein Laden. Elite-Geschäftsmann, ich muss einen Kunden anrufen. Ich habe doch keine komischen Viren oder so etwas, oder? Wenn ich den Kunden mit Wallware infiziere, werde ich garantiert gefeuert. Willkommen. Ne, jetzt brauchen wir mal nichts. Oder gucken wir doch schnell, was es gibt. Verändert die Digimon-Persönlichkeit zu Entwickler. Komm, das kaufen wir einfach zum Spaß. Gebildeter Geschäftsmann, ich habe einen Job in Eden bekommen. Ich fange heute an. Ich bin so aufgeregt. Du suchst jemanden? Ich habe hier niemanden gesehen. Hast du schon woanders probiert? URL zum freien Bereich von Eden erhalten. Herumflitzender Junge, besuchen wir den nächsten Bereich. Das ist ein tolles Gefühl, wenn man dorthin springt. Nette Mutter, als wir Kinder waren, hätte ich mir nie vorstellen können, dass das Internet eines Tages so aussieht. Freundlicher Vater, ja, mir gefällt es auch, Kleiner. Kommt dem Fliegen recht nahe. Die Systeme von Eden sind wirklich bahnbrechend. Suchendes Mädchen, ich treffe mich hier mit meinen Freunden, aber ich frage mich jedes Mal, sind das wirklich meine Freunde, die ich da sehe? Wenn ich ein Hacker dein Konto übernimmt, kriegt er deinen Avatar. Wie merkt man das überhaupt? Vielleicht sollten wir ein Kennwort ausmachen. Ruhelose Schülerin, der Eingang ist der perfekte Treffpunkt, aber keiner meiner Freunde ist gekommen. Vielleicht sind sie an einem anderen Ort. Was ist das? Gehen mal woanders hin. Gucken zumindest, ob das schon geht. Und jetzt haben wir den freien Bereich erreicht. Sehr cool. Was gibt's hier alles? Hi. Gebildeter Kerl, wusstest du, dass Kowloon nach der Gründung von Eden zuerst erschaffen wurde? Dann haben sie die Bereiche langsam nach außen hin vergrößert und diesen Eingang geschaffen. Und dann wurde Kowloon natürlich total vernachlässigt und die Hacker haben sich dort breit gemacht. Ich sehe Erika nirgends. Was zum Teufel? Geheimnisvolle Präsenz. Moin! Wie lange ich schon hier bin, M, seit du dich in Eden eingeloggt hast? Ich wusste nicht, wann ich dich auf mich aufmerksam machen sollte. Steht sie doch auf mich. Also, gehen wir los und überprüfen die Schadsoftware, die Hitose erwähnt hatte. Eine Frage. Du weißt, was Schadsoftware ist, nicht wahr? Mein armer Kopf, du hast sie wirklich benutzt, ohne zu wissen, was es ist. Schadsoftware ist ein besonderes Virenprogramm, das durch Ausführung eines Prozesses mit Digimon-Programmen entsteht. Diese Art von Programmierung war schon immer Hitose-Stärke. Überwachung, Scan, Nutzerprotokolle für einen Bereich. Die lieben Kleinen sind in ganz Eden installiert. Jedes von ihnen hat besondere Fähigkeiten. Mein Bruder hat sich das ausgedacht, da wir sonst im Nachteil sind, wenn wir erst nach Erhalt eines Falls Daten sammeln. Wenn diese Schadsoftware Auffälligkeiten zeigt, wird das Sicherheitssystem aufmerksam. Deshalb ist die Wartung so wichtig. Ich sage nicht, dass Hitoses Programmierung schlampig ist oder so. Aber das Admin-Team von Eden besteht aus den besten Technikern. Und dann gibt es noch andere geniale Hacker in anderen Teams, wie Saxon. Es gibt sogar einen nicht identifizierten Hacker mit dem Namen Herr Navid. Wir müssen also besonders vorsichtig sein, verstanden?
Den haben wir doch schon gesehen, gerade vorhin. Hast du mir überhaupt zugehört? Was? Ich strahle regelrecht, wenn ich über Programme rede? Na klar, es macht ja auch Spaß. Ich mag Programme, die digitale Welt, Eden. In dieser Welt bin ich frei. Und du, magst du Eden? Ja, ich mag es. Ja? Na schön, los geht's. Wo nimmt sie uns hin? Okay, wir sind jetzt zu zweit. Ah, hier war doch was. Jemand hat Erinnerung erhalten. Indem du Erinnerungsdaten, die allgemein Hacker's Memory genannt werden und die du auf deinem Abenteuer sammelst, analysierst und durchsiehst, kannst du Einblick in bisher unbekannte zusätzliche Geschichten erhalten.